Es ist sehr hell, das Licht hier, oh mein Gott. Und damit, hi Leute, und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Basti Talk. Neue Folge, neue Woche, neuer Montag, neue Themen. Ich bin es nicht gewohnt, irgendwie dieses Ring... Ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit eigentlich so viele Videos aufgenommen, mit Ringlicht auch, aber irgendwie ist das gerade... Vielleicht liegt es daran, dass es spät ist. Und ihr seht, ich trage meine Cap. Ist schon das zweite Video in Folge, weil meine Haare sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sehr kritisch mit ihnen bin und ich brauche wirklich sehr schnell und bald meinen Friseurtermin. Deswegen die Cap übergangsweise, damit man nicht dieses Chaos sieht, das da oben eigentlich abgeht, weil es ist so... Ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie ein Pilz. Das gefällt mir absolut nicht. Aber bald, hoffentlich. Ab 1. März machen sie auf. Ich rufe diese Woche an. Ich weiß gar nicht, ob, kann man davor beim Friseur anrufen? Also, vielleicht haben die eine Umleitung. Ich glaube, es steht niemand direkt im Laden, aber vielleicht haben sie eine Umleitung. Das Thema, über das ich eigentlich heute reden wollte, ist das gute Wetter. Das Wetter ist sehr, sehr gut. Es ist sehr schön. Das Wetter gestern am Sonntag unglaublich schön. Auch am Samstag war schon relativ schön. Also können wir darüber reden, dass wir vor einer Woche noch bei Minusgraden waren, Schneesturm und sonst noch was. Und eine Woche später haben wir über 15 Grad und ganz Deutschland ist gefühlt am Grillen. What happened there? Like, climate change, hello? Also alle Leute, die sagen, Klimawandel existiert nicht, this is the proof for that. Ich finde es ehrlich gesagt nicht gut, aber ich bin froh, dass der Schnee weg ist. Ich habe darüber geredet, ich habe keinen Bock auf den Schnee. Der Schnee, es ist jetzt Februar, es ist jetzt übernächste Woche schon März. Nein, danke, geh einfach weg. Dementsprechend bin ich sehr froh. Es war sehr schönes Wetter gestern, ich saß nur mit einem Pulli draußen. Das ist absolut machbar, absolut eigentlich genau das Wetter, was ich hier liebe. Noch ein paar mehr Grad und dann okay. Das ist mein ideales Wetter, aber... Es kommt so urplötzlich und ich bin noch gar nicht mental darauf eingestellt. Ich habe gesagt, Mitte März möchte ich dieses Jahr eigentlich wieder mit dem T-Shirt rumlaufen können. Jetzt ist es auf einmal Ende Februar und es hat schon 15 Grad. Ich bin ein bisschen überfordert damit. Aber das Lustige ist, eine Feststellung, die ich gemacht habe, kaum hat es mehr als 15 Grad, ist die Sommersaison in Deutschland eröffnet. Also wirklich 15 Grad, alle machen ihren Grill fertig. Mein Dad hat extra seinen Grill geputzt und alles Mögliche. Meine Nachbarn auch. Mein Nachbar gegenüber auf seinem Balkon hat abends erst gegrillt irgendwie. So, als es schon dunkel war, dachte ich mir so, warum grillst du jetzt? Jetzt hast du auch nichts mehr von dem schönen Wetter. Ich habe auf Snapchat gesehen, Leute haben gegrillt. Auf TikTok. Es ist so, wow, 15 Grad, blauer Himmel und Sonne und wir grillen jetzt alle. Es ist so, so deutsch und ich verstehe es nicht. Also grillen, finde ich, ist echt zu weit. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen das gute Wetter. Gutes Wetter ist schön, es ist toll, ich liebe es über alles. Solange es nicht zu heiß ist. Aber grillen im Februar... Ich meine, es wäre was anderes, wenn es vielleicht März oder April ist und man sagt, oh, 15 Grad, man kann grillen. Aber es ist Mitte, Ende Februar und Leute fangen an zu grillen. Ich meine, es ist lecker natürlich. Da habe ich zu meinen Eltern gesagt, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir jetzt hier Ende Februar schon grillen. Und dann so, doch, natürlich, ist gutes Wetter, muss man rausnutzen direkt. Erstes Mal grillen, die haben es richtig zelebriert, so erstes Mal grillen in 2021. Ich so, aber grillen ist gleichzeitig auch einfach... Das Nervigste auf diesem Planeten. Es geht mir auf die Nerven auch ein bisschen. Also ich bin wirklich jemand, mir reicht es, wenn man maximal 10-mal im Jahr grillt, so ungefähr. Nein, bei mir ist es leider so, meine Family fängt sehr früh an und grillt dann sehr, sehr regelmäßig. Eigentlich mindestens einmal in der Woche, wenn es gutes Wetter ist. Und da habe ich einfach dann halt schon nach so ein paar Wochen einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Und... Es ist mir letztes Jahr aufgefallen, es fällt mir jeden Sommer auf. Wir haben mindestens einmal in der Woche gegrillt und ich finde, es ist einfach so, wenn man das jede Woche macht, ist es irgendwann halt einfach langweilig. Das ist wie, als wenn du jede Woche zu McDonald's gehst. So, McDonald's lebt nicht davon, dass du es oft isst, es lebt davon, dass du es nicht so oft isst und es dann aber so ein bisschen satisfying einfach ist. Wisst ihr, was ich meine? Nein, es lebt davon, dass es so ein bisschen so ein Event ist, so ein bisschen einfach was Besonderes an sich hat und man es ab und zu halt mal machen kann. Und einfach was Schönes ist zum Zelebrieren oder wenn es ein Anlass ist mit Leuten. Aber nein, bei uns ist es so, es ist ein Anlass, das ist ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch, ein Donnerstag, ein Freitag, ein Samstag und ein Sonntag. Hauptsache es ist gutes Wetter und irgendwo ist ein Sonnenstrahl zu sehen, so ungefähr. Das ist alles, was es bei uns braucht, damit gegrillt wird.
wir haben schon mal im Januar gegrillt. Da saßen wir dann drin. Nein, wir saßen schon draußen gestern. Ich weiß nicht. Ich finde es sehr, sehr deutsch. Ich weiß, es ist mir ein bisschen zu early. Es ist einfach so, könnt ihr euch nicht noch einen Monat gedulden. Die Sommersaison wird im Februar mittlerweile eröffnet. This is how we do it. Vor allem meine Familie redet jetzt schon so, als wenn der Winter jetzt komplett vorbei ist. Ich habe das Gefühl, in 2 Wochen kommt der Schnee wieder. Also ich vertraue dem Wetter noch nicht, dass es jetzt konstant so bis Oktober bleibt. Ja, also wir können die Winterschaufel jetzt wegmachen und das Streusalz, das brauchen wir auch nicht mehr. Wir müssen Zeug für den Teich kaufen, damit wir uns um ihn kümmern können. Ich habe das Gefühl, nächste Woche ist die Gartenlounge offen. Schon. Also, wir haben so eine kleine Lounge mit so einem Schirm und alles, wo man sich gemütlich hinsetzen kann, die keiner benutzt. Und ich habe das Gefühl, die wird nächste Woche eröffnet, dass wir uns da hinsetzen können, was wieder keiner macht. Ich sage euch nächste Woche Bescheid, wie es aussieht. Vielleicht schon diese Woche, ich bin mir noch nicht sicher. Aber es ist irgendwie so, alle sind so in Aufbruchstimmung. Ich meine, kann es verstehen, weil schönes Wetter heißt, man kann jetzt auch mehr machen, aber trotzdem ist so Aufbruchstimmung auf einmal und ich bin so, keine Ahnung, ich habe mich gerade so dran gewöhnt, dass es irgendwie jetzt auf einmal geschneit hat und auf einmal sind es 16 Grad und alle sind irgendwie happy und gehen baden oder sowas. I don't get it. Das sind so manche Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Und ich bin die erste Person, sagt, die ich will Frühling. Aber zu Frühling gehört für mich nicht Grillen. Frühling ist für mich, ich kann im Pulli rausgehen, ich schwitze nicht, es ist schön, ein paar Vögelchen, die rumzwitschern. Ich habe auch gesehen, dass dadurch, dass so schönes Wetter jetzt am Wochenende war, sich sehr viele Leute an Orten wie Frankfurt, Köln und sonst noch was halt am Fluss jeweils immer sehr viele Leute versammelt haben und da halt einfach das schöne Wetter genossen haben. Ey Leute, so geht Corona auch nie weg. Wir wollen den Lockdown, wir rasseln gerade in eine dritte Welle rein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber ihr wollt doch, dass der Lockdown mal vorbeigeht und dass wir mal wieder ein bisschen frei erleben können. Wenn ihr euch da auf enge Plätze stellt, ohne Maske, Leute, so wird es auch nichts. Die zweite Welle, die ist eigentlich noch nicht mal beendet und wir sind schon in der dritten drin, so ungefähr. I don't know what is going on. We hate the mutants. Auch sehr lustig, alle reden auf einmal von Mutanten. Ich denke die ganze Zeit, wir reden von den X-Men. Ich schaue natürlich sehr intensiv momentan WandaVision. Und jedes Mal, wenn ich in den Nachrichten Mutanten höre, muss ich an WandaVision und X-Men und gleich kommt Mystique und Magneto aus der Ecke so ungefähr. Ich denke mir so, was ist los? Quicksilver, where are you? I don't know. Ich bin so, sind wir auf einmal irgendwie in einer anderen Realität gelandet? Mutanten? Why are we calling them that? Ich finde, es ist nicht fair. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir driften dann in was ganz Komisches ab irgendwie. No, it doesn't sit right with me. No, please. Don't call them mutants. Ich habe das Gefühl, wir sind dann in so einem Science-Fiction YA-Novel, Tribute von Panem, Divergent, auf einmal gelandet. Der Mutant. Ich habe auch seit Anfang der Woche, oder nein, seit vorgestern, Kieferprobleme. Ich kann auf der Seite nicht richtig zusammenbeißen. Es tut hier oben sehr weh. I don't know what it is. Ich hatte das schon mal. Ich habe auch hier hinten irgendwelche Verspannungen und sonst sowas. Ich habe das Gefühl, das zieht da alles sehr hoch. Vielleicht lag ich dumm beim Schlafen mal wieder. Ich liege ja auch immer wie so ein Krüppel da beim Schlafen. Vielleicht liegt es daran, dass ich deswegen hier hinten alles mehr wehtut und eine richtige Blockade, aber es geht nicht. Ich bin so, please, just break my neck already. Es gibt so leichte Lockerungen. Wir haben endlich keine Ausgangssperre mehr. Und ich merke, wie schnell ich mich an sowas angepasst habe. Und es macht mir Angst. Es macht mir wirklich sehr, sehr Angst, weil ich habe Angst, wie ich mich verhalten werde, sobald Corona komplett vorbei ist. Es ist so krass in meinem Kopf drin, dass man nicht nach 21 Uhr rausgehen darf. Wenn ich so um 20 Uhr sehe, dass jemand einen Snap von der S-Bahn schickt, wenn jemand von der Arbeit nach Hause kommt oder so, bin ich so, wo gehst denn du noch hin? Du musst in einer Stunde wieder zu Hause sein. Was ist denn bei dir los? Nein, musst du nicht! Macht mir ein bisschen Sorgen, wie es ist, wenn man irgendwann diese krasseren Regelungen gar nicht mehr machen muss. Stell doch mal vor, die Maskenpflicht geht irgendwann weg. Neuseeland. Wie genius sind diese Leute da? Es ist unglaublich. Sie machen 3 Tage Lockdown, weil sie 3 Fälle haben und sie können danach weitermachen, als wäre nie was gewesen. Es ist ein anstrengendes Thema und das Leben wird nicht einfacher. Aber ich habe viele spannende Videos in nächster Zeit noch geplant. Es gab letzte Woche das Video von mir, wie ich über Fotobearbeitung rede. Schaut euch das unbedingt an. Diese Woche kam eins meiner Lieblingsvideos, das ich jemals gemacht habe. Diesen Donnerstag 17 Uhr alte Bilder anschauen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, teilen, liken, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Basti Talk oder am Donnerstag. Arrivederci, bye bye und tschüssi.